willkommen zum Fäusi Federal. Das ist der wöchentliche Talk vom Nebelspalter, direkt aus dem Café Federal vis-à-vis vom Bundeshaus. Mein Name ist Dominik Fäusi und ich diskutiere einmal pro Woche mit einem prominenten Gast über Aktuelles aus der Schweizer Politik. Heute bei mir ist Martina Bircher, SVP-Nationalrätin aus dem Aargau. Und wir reden mit ihr über die Impfquote, über Corona-Zertifikat und über die Mediengesetze und wie die Zusammenarbeit von Politik und Medien ist. Merci vielmals für den Besuch. Wir nehmen wie immer ein Glas Weisswein dazu. Ich habe einen ausgelesen aus dem Wattland, einen, den ich finde, zu allen Gelegenheiten gut ist, ein Schweizer Wein. Vielen Dank für den Besuch. Merci. Danke für die Einladung und Prost. Ja, du hast in der Herbstsession mal ein Berset die Frage gestellt wegen der Impfquote und wie sie berechnet wird. Das ist etwas, das ich immer wieder gehört habe, dass das die Leute auf der Straße nicht verstanden haben. Um was ist es dir da gegangen? Ja, es ist darum gegangen, dass der Bundesrat ja immer sagt, wir in der Schweiz hätten so tiefe Impfquoten. Genau. Und das ja immer vergleicht mit anderen Ländern in Europa. Aber was er eben nie sagt, ist, dass er die Impfquote anhand von der Gesamtbevölkerung berechnet. Und wir wissen ja, dass zum Beispiel Kinder unter 12 gar nicht geimpft sein können. Und ich finde das einfach ein bisschen stupid, so etwas auszuweisen. Weil da haben ja die Leute immer das Gefühl, wenn man sagt, ja, 60% sind geimpft, dann haben die Leute ja immer das Gefühl, man kann auf die 100% kommen. Aber die 100% ist ja in diesem Fall eigentlich nur ein theoretischer Wert, der ist gar nicht möglich. Und was war die Antwort von Alain Berset? Es war in der Fragestunde, muss man sagen. Genau. Und ich glaube, er ist nicht anwesend gewesen. Das heisst, du hast eine schriftliche Antwort bekommen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, ja, ich habe eine schriftliche Antwort bekommen und da hat es einfach geheissen, ja, sie dürfen halt die Gesamtbevölkerung nehmen, weil natürlich auch Kinder zur epidemiologischen Lage können beitragen. Also sie können ja auch infiziert sein. Darum. Und können es weitertragen, oder? Genau. Und das ist ja so, also dass die Kinder trotzdem das Virus weitergeben können. Also bist du zufrieden mit dieser Antwort, oder? Ja, es zeigt einfach, oder? Ich habe ja dann auch noch gefragt, wenn man jetzt die unter 12-Jährigen mal aussen vorlässt, oder? Wie hoch ist sie dann? Und nachher sieht man eigentlich, dass sie dann eigentlich immer 10% etwa höher wäre als die, die ausgewiesen wird, weil wir etwa 10% Leute haben, die unter 12 sind, oder? Das heisst, wir wären etwa bei 70%? Genau. Also wenn heute der Bundesrat sagt, wir haben 60%, haben wir eigentlich 70% sind nur schon geimpft. Und dann kommen natürlich noch die Genesenen dazu. Und was heisst das für dich? Sind das genug? Also der Bundesrat sagt ja, 80% sollen es sein, wobei man nicht recht weiss, warum. Müssen es 80% sein? Sind 70 genug? Oder was meinst du? Ja, es geht ja, also das Ziel ist ja immer, die Intensivstationen, dass die nicht überfüllt sind. Und meiner Meinung nach ist es mathematisch eigentlich gar nicht mehr möglich, dass die überlaufen können. Weil, wenn wir jetzt sagen, also wir müssen ja vor allem mal eigentlich die Impfquote eigentlich gar nicht schauen bei der Gesamtbevölkerung, sondern eigentlich nur so bei den über 60-Jährigen, also bei der Risikogruppe. Und dort ist sie dann noch höher. Dort sind wir etwa bei 80-85%. Und dann kommen noch die Genesenen dazu. Oder? Da sind wir dann etwa bei 90-95%. Und also, wer soll dann bitte noch in diesen Spitälern landen aufgrund von Corona? Die Zahlen sind ja tief. Also, ich meine, ich habe jetzt nicht mehr rausgeschaut, wie es ist im Kanton Aargau, aber gesamtschweizerisch. Es waren, glaube ich, 40 Hospitalisationen gestern in der ganzen Schweiz. Die Belegung der Intensivstation ist auch sehr tief mit Corona-Patienten. Ja, wo ist das Problem? Oder? Also dort muss man natürlich auch immer sagen, es wird ja immer vom Bundesrat gesagt, ja, 85% der Intensivstationen sind voll. Die sind immer zu 85% voll, auch wenn wir nicht eine Pandemie haben. Weil das müssen einfach die Leute mal wissen. Ein Bett intensiv auf der Intensivstation kostet im Tag etwa 12'000 Franken. Okay. Und ein Spital, das ja auch wirtschaftlich überlegen muss, also ein bisschen wirtschaftlich handeln, oder? Also die bauen ja nicht x Betten auf, die 12'000 Franken am Tag kosten. Mit dem ganzen nicht, Personal. Genau, wenn sie nicht gebraucht werden. Oder? Also es war schon immer so, gewesen, dass die im Schnitt etwa zu 85% beleidigt sind. Mhm. Aber dann, als man die Zertifikatspflicht eingeführt hat, hat es ja schon so ausgesehen. Also die Argumentation vom Bundesrat war mindestens so. Ja, wir haben das Problem im Gesundheitswesen, darum braucht es das. Hast du das dann auch so gesehen oder hast du das auch schon kritisiert? Ja, es war gar nicht stimmig, die Argumentation. Weil in dem Moment, wo der Bundesrat die Zertifikationspflicht, also die Erweiterung des Zertifikats, Restaurant, Fahrrad und so weiter,
dort war ja die Welle schon wieder am Brechen. Mhm. Oder? Und das Zweite war, wenn man geschaut hat, das Alter von diesen Neuinfizierten. Das waren junge Leute, das waren vor allem Kinder, Schüler. Also man hatte ja vor allem in den Schulen die Wellen, mhm, also die vielen Infizierten und so. Und wenn ich noch überlege, letztes Jahr, also so im November, wo wir zum Teil 10'000 Fälle hatten, dann hat ja der Bundesrat auch laufen lassen, obwohl wir dort noch keine Impfung hatten, obwohl noch viel weniger genesen waren. Mhm. Und immer mit der Begründung, ja, die Neuinfizierten sind die jungen Leute und dort spielt es quasi nicht so eine Rolle. Mhm. Oder? Und jetzt haben wir eine Welle gehabt, würde ich jetzt mal sagen, vor allem von den Jungen, vor allem von den Kindern, oder? Mhm. Wo überhaupt niemandem einen Platz im Spital streitig machen. Plus haben wir noch ganz viele Geimpfte, ganz viele Genesene. Also es ist eine ganz andere Ausgangslage als vor einem Jahr, wo man es laufen lassen hat. Und bei diesem Zertifikat, also es ist ja gar nie gegangen, Ansteckungen zu vermeiden. Die Ansteckungen, die sind durch Ferienrückkehrer gekommen. Wesentlich, ja genau. Wesentlich. Mhm. Plus weiss man ja auch von den vergangenen Wellen, dass über 50% der Infektionen, der Ansteckungen im Privaten stattfinden. Und jetzt machen wir ein Zertifikat, dass man in den Zoo oder in ein Kino gehen kann. Und das noch bei einer Welle, die schon wieder nach oben geht. Mhm. Es ist ja gar nicht um den Tag gegangen. Also wenn man ehrlich kommuniziert, und das ist das, was ich von Anfang an immer kritisiert habe, es wird nicht ehrlich kommuniziert mit den Leuten, dann ist es ja nur darum gegangen, dass sich die Leute impfen lassen, weil es einfach ein indirekter Impfzwang ist. Mhm. Und ich meine, die Argumentation war aber auch, dass die im Spital sind, dass die alle ungeimpft sind, oder? Also 90% hat man so ein bisschen gesagt. Das ist das Hauptargument. Was sagst du dazu? Ja, also das ist durchaus realistisch. Ich denke auch, die Impfung, also das sieht man gerade bei den älteren Leuten, wo dann wirklich ein Risiko haben, im Spital zu liegen, dort macht es durchaus Sinn, oder, dass die auch geimpft sind. Mein Vater beispielsweise, der ist über 80, da habe ich ihm auch ganz am Anfang gesagt, mal gehen go impfen, das macht Sinn bei älteren Leuten. Oder? Mhm. Aber bei der jungen Bevölkerung ist es einfach wirklich nur ein Zwang. Mhm. Sehe ich das richtig? Du hast in der Eindruck, das ist unverhältnismäßig. Man macht hier Massnahmen, man zwingt, drückt, stoßt, schiebt Leute zum Impfen, die es eigentlich gar nicht nötig hätten. Ja, absolut. Weil man will, glaube ich, irgendwie. Also von Anfang an war das immer ein Vergleich innerhalb der EU-Länder. Oder? Mhm. Denn also am Anfang war es so, welches Land macht jetzt die striktesten Massnahmen? Und sobald man als Schweiz nicht so streng war wie andere Länder, ist schon von den Medien das aufgebauscht worden und man ist das so ein bisschen in die Decke getrennt worden. Und dann war man immer gezwungen, jetzt müssen wir auch noch etwas machen. Oder? Und jetzt ist das mit dieser Impfquote, oder? Also man tut immer vergleichen, nachher die Vergleiche hinken noch, wie wir es ja eingangs gesagt haben, oder? Und irgendwie geht es mehr um das, als dass es noch um die Sache geht. Mhm. Jetzt, Dänemark, Schweden, ich glaube auch Norwegen, wenn ich es richtig im Kopf habe, haben Massnahmen aufgehoben. So jeweils bei einer Impfquote. Es ist eben schwierig, wie sie es wirklich berechnet haben. Aber irgendwo rund um 70%. Ich glaube, Schweden ein bisschen drunter. Dänemark war 73% mit am 10. September, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich meine, dann wären wir ja ungefähr dort, wo die den Entscheid gefällt haben. Ja, absolut. Wenn wir England angeschaut haben, die sind glaube ich noch viel drunter. Die sind noch viel drunter, ja. Und nachher mag ich mich erinnern, wie es dann geheiss hat, wo England gesagt hat, Freedom Day ausgerufen hat. Oder jetzt gibt es Hunderttausende von Toten. Oder nach der Fußball-EM. Oder das ist, die sind jetzt geschuld, dass jetzt dann ganz viele Tote wirken. Und es ist alles ausgeploppt. Oder? Es ist alles ausgeploppt. Und wenn man will, aber das ist rein am politischen Entscheid, dann kommt man schon längstens zur Normalität. Das ist ja übrigens auch versprochen worden vom Bundesrat im Sommer. Das hat geheissen, wenn jeder ein Impfangebot hat, dann hören wir auf. Weil die anderen, die das nicht annehmen wollen, die sind quasi selber geschuld. Oder? Aber von dem merkt man ja jetzt nichts mehr. Oder? Ja, ja, also es hat jetzt sogar in dieser Medienmitteilung der Satz drin, sogar dann, wenn die Impfquote tief sind, genau. Gegen die Normalisierungsphase. Ja. Das war dann lustig, der Alain Berset hat das zwar dann zurückgenommen und gesagt, ja, es sei jetzt eben schlimm. Oder? Also, ja. Es ist am Schluss, habe ich als Journalist oft das Gefühl, Sachen, die man irgendwann mal gesagt hat, bei verschiedenen Themen,
es könnte 3 Wochen später wieder anders sein. Mhm. Ist das für dich auch so? Oder? Ich meine, du bist Aufsicht über den Bundesrat, oder? Ja. Als Nationalrätin. Ja. Also ich muss sagen, was die Kommunikation in dieser ganzen Corona-Pandemie angeht, muss ich am Bundesrat Noten 1 geben. Weil die ist von A bis Z einfach sehr fragwürdig. Die Leute kommen sich auch richtig, auf Deutsch gesagt, verarscht vor. Oder? Weil man verspricht den Leuten etwas und nach 2 Monaten tut man es dann gleich wieder anders darlegen. Man sagt das und das, und dann macht man gleich wieder das Gegenteil und, oder? Und es ist einfach nicht ehrlich. Und ich glaube, das ist eben auch mit ein Grund, warum sich nicht mehr Leute gehen lassen impfen, weil sie sich einfach angelogen vorkommen, sie fühlen sich unter Druck gesetzt und man sagt, Druck erzeugt Gegendruck. Und wenn wir dann einfach neu mit sind, wo es dann heisst, jetzt erst recht nicht, oder? Dann, und ich glaube, das ist jetzt mittlerweile der Fall, dann ist man schon so verkacheln in dieser Situation, dann ist man so in einer Einbahnstrasse gefangen, dass man dort gar nicht mehr rauskommt. Oder? Und jetzt wollen sie ja dann noch die Impfwoche machen. Mhm. Ja, also ich befürchte eben mit dieser schlechten Kommunikation über die ganzen letzten Monate wird das nächste Desaster für den Bundesrat. Also Impfwoche wollen wir machen, dann der 50-Franken-Gutschein und 1700 Impfberater zu den Impfunwilligen schicken. Ja. Was haltest du davon? Ja, die Reaktionen der Kantone waren ja niederschmetternd. Ich gehe mal davon aus. Auch vom Aargau, bin ich nicht ganz sicher. Nicht... Selbst vom Aargau, man möchte es kaum glauben, aber selbst vom Aargau, ja, ist... der ja sehr Bundesrat. Ich muss aber sagen, das ist dein Parteikollege, der Gesundheitsdirektor ist im Aargau. Genau, wobei es sind 5 Regierungsräte, die das entscheiden, und nicht nur einer. Gut, aber jetzt, was du meinst. Ja. Genau. Nein, also ich nehme mal an, da wird jetzt am nächsten Mittwoch sollte dann der Bundesrat darüber entscheiden. Mhm. Und ich glaube, da wird er wahrscheinlich einen Rückzieher machen, weil das sind so niederschmetternde Rückmeldungen von den Kantonen. Es wird wahrscheinlich einfach eine Impfwoche geben, einfach ohne nichts. Also da verstehe ich jetzt auch nicht ganz genau, was dann der Vorteil von einer Impfwoche, also was ist denn an dieser Impfwoche anders als normal, wenn man ja dann eben die Impfberater nicht hat, wenn man die 50 Franken Gutscheine nicht macht, keine Ahnung. Plakat und Spot. Und ja, so. Das machen sie ja die ganze Zeit, aber die nimmt ja niemand mehr wahr. Nein, im Gegenteil, ich glaube, die Kommunikation auch wieder vom Bundesrat, was er machen will, das war sogar kontraproduktiv gewesen. Weil ich könnte mir noch vorstellen, dass wenn es wirklich Leute gibt, die sich ein bisschen finanzielle Anreize das gut finden, dass sie denken, ah ja, mal ein 50-Franken-Gutschein, oder? Dann haben die jetzt noch zugewartet. Oder? Weil sie haben gesagt, ja nein, dann gehe ich natürlich erst die 3-4 Wochen impfen, wenn ich dann den Gutschein bekomme. Oder? Also ich glaube, da ist mir einmal mehr mit der Kommunikation wirklich voll daneben gelegen. Und eben, der Bundesrat hat da Sachen vor, das wird man am nächsten Mittwoch hören, was er wirklich beschlossen hat. Aber wenn du so ein bisschen, du bist ja noch Gemeinderätin in Aarburg, Sozialvorsteherin, wenn du das, was du jetzt schilderst, hörst du das auch auf der Straße? Ist das auch eine Erfahrung oder aus deinem Umfeld oder so, wenn du mit Leuten redest? Ja, absolut. Also, was ich einfach wirklich merke, die Spaltung der Gesellschaft, also die ist wirklich Realität. Okay. Ich kenne Freundschaften, die zerbrochen sind wegen dem. Ich kenne Beziehungen, die nach jahrelang, 10, 20 Jahren, auseinandergegangen sind wegen dem Thema. Oder? Mhm. Und das macht mir wirklich Angst. Also wie flicken wir das dann irgendwann wieder? Ich glaube, der Schaden, der ist massiv. Mhm. Jetzt heisst es immer wieder, aber man hat noch nie so richtig Zahlen gehört, dass die Frage des Impfen auch eine Frage ist von Schweizer versus Ausländer. Du hast, weil du Sozialvorsteher bist, mit dem Thema viel zu tun. Kannst du das irgendwie, ist das auch dein Eindruck oder spielt es keine Rolle? Also das finde ich ja eben jetzt schön, oder? Weil ich rede ja schon seit Jahren darüber, dass wir dass das Thema zum Beispiel Integration nicht so einfach ist, oder? Also, dass man eben kaum an die Leute herkommt, oder? Wo zum Teil in einer Parallelgesellschaft leben, wo fast keinen Kontakt haben zu Schweizer etc., oder? Und das ist ja immer das, was ich kritisiere und sage, ihr könnt noch so viel Geld sprechen für Integrationsagenda und wie es alles heisst, aber wir kommen gar nicht an die Leute her, oder? Und jetzt sieht der Bundesrat und auch die Kantone, oder? Jetzt sehen sie mal effektiv, was das heisst, oder? Und das ist natürlich schon so, eben, die Leute, die ausländische Bevölkerung, die erreicht man viel weniger. Und entsprechend ist natürlich dort auch die Impfquote tiefer. Aber die Leute, die haben ja auch Kontakt mit deinen Behörden immer wieder. Du hast auch
Du hast auf das Problem aufmerksam gemacht, dass sehr viele, einen sehr hohen Anteil, 70, 80, 90% sozialhilfeabhängig sind. Tut man denn nicht in der Sozialhilfe, ich sage es jetzt ganz naiv, gell? Tut man nicht dort mit den Leuten auch noch über das Impfen reden oder so? Oder was heißt, wenn du sagst, man erreicht die Leute nicht? Man hat sie ja immer wieder. Oder hat man sie nicht? Verwünscht man sie nicht? Wie ist die Realität? Ja, also die Realität ist so, man macht extrem viel. Also jetzt auch die Impfkampagne, die sind ja in x verschiedene Sprachen übersetzt worden. Okay, das hat man gemacht. Das hat man gemacht, oder? Ja. Man hat auch Informationsveranstaltungen gemacht, zum Teil eben auch mit Schlüsselpersonen, also das heisst mit Leuten aus diesen Nationalitäten, die dann das diesen Leuten erklärt und so. Und die dann kommen, oder? Das sind ja, da klappt es dann auch. Das sind ja dann die Leute, die auch wollen. Mhm. Die merkt man auch bei der Integration beispielsweise. Mit denen klappt es. Die sind nicht das Problem. Die sind nicht das Problem. Mhm. Aber es gibt halt viele Leute, wo sich komplett abschotten, oder? Wo eben in einer Parallelgesellschaft leben. Mhm. Und die erreichen wir gar nicht. Also wo ihr auch als Sozialbehörde, deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch nicht den Zugang richtig haben, oder? Ja, absolut. Von denen haben wir natürlich viel. Von was reden wir, sagen wir in Prozent oder so? Oder wenn du sagst viel, ist das irgendwie, ja, sind das jetzt in Aarburg, sind das ein paar Dutzend oder sind das irgendwie 100 oder? Also ich würde so sagen, geschätzt, gell? Ja, natürlich geschätzt etwa 10-20%, wo man einfach partout nicht erreicht. Okay. Klar, und mit denen ist es dann schwierig, irgendwie noch über die Impfung zu reden oder so. Und was würdest du sagen, würdet ihr dann auf so etwas ansprechen wie ein Gutschein oder ein Impfberater oder so? Nein, absolut nicht. Also das ist für die Füchse. Mhm. Das ist ja immer das Problem. Bei solchen Leuten müssen wir es eigentlich wirklich durchsetzen oder so. Oder wenn wir jetzt in einem anderen Thema sind, wir haben ja dann viel bei den Leuten, die dann auch auf Kosten vom Staat leben oder so. Mhm. Aber natürlich, wenn es nie Konsequenzen hat, also ich rede jetzt zum Beispiel ein bisschen in der Sozialhilfe, das tun wir halt ein bisschen vom Thema abweichen. Ja, das gehört zusammen. Ist ja, oder komplex. Die leben jahrelang von Sozialhilfe, die haben Schulden bei uns von 300'000-400'000 Franken Sozialhilfe, die sie schon bezogen haben, und es passiert ihnen nichts, oder? Zumindest dort müssen wir dann sagen, ja gut, dann tun wir eine Aufenthaltsbewilligung entziehen. Aber das will man ja auch nicht, oder? Da sind die gesetzlichen Grundlagen viel zu lasch und alles andere funktioniert bei diesen Leuten nicht, oder? Mhm. Also das ist jetzt auf Simpfisch, das ist natürlich ein bisschen krass formuliert. Also, so weit würde ich natürlich schon nicht gehen. Aber man sieht nur schon in dieser kleinen Frage, wenn es ums Impfen geht, oder? Wo ja alle immer so einfach meinen, es ist so einfach, an die Leute herzukommen und Integration ist ganz einfach, es ist eine Frage vom Geld etc., oder? Mhm. Jetzt haben wir mit diesen 50-Franken-Gutschein, oder? Das stimmt einfach nicht. Und ich bin jetzt eigentlich auch mal froh, dass das jetzt wirklich einmal die Leute merken und eben auch im Bundesrat oder Kantonsregierungen merken, wie schwierig das ist und dass das Knochenarbeit eigentlich ist. Ja, ich meine, das hat halt damit zu tun, dass zwar die Medien halt alle über das berichten, aber es gibt Leute in dem Land, die vielleicht halt das nicht konsumieren, oder? Wo in ihren Kreisen sind und fertig. Oder? Ja, also wenn wir Kinder haben, die eingeschult werden, also mit 6-7-Jährigen und noch nie ein Wort Deutsch gehört haben, dann müssen wir davon ausgehen, dass wir relativ viele Leute haben in unserem Land, die halt einfach null Kontakt zu Schweizer Bevölkerung haben, zu Schweizer Medien etc. Mhm. Das ist einfach so. Jetzt im Ende November stimmen wir nochmal ab über das Covid-Gesetz und auch über das Zertifikat, das dort drin ist, noch ein paar andere Sachen und so. Was hast du das Gefühl, wie ist die Stimmung? Was hörst du zu diesem Gesetz? Also ich hoffe natürlich schwer, dass es ein Nein gibt. Mhm. Das wäre das einzige Ausstiegsszenario aus dem Ganzen. Weil man muss schon sehen, ich glaube, wenn es die Bevölkerung nicht beendet, dann kommen wir gar nie mehr aus dieser Pandemie raus, in dem Sinn. Oder? Und, wir haben es eben gesagt, wie viele das geimpft sind, wie viele das genesen sind. Es ist für mich wirklich jetzt einfach noch der politische Wille, der fehlt. Mhm. Und wenn das der Bundesrat nicht machen will, die Macht wieder abgeben, zurück zum Volk, dann muss das Volk wieder zurückfordern. Es ist übrigens nichts anderes als wie nach dem Zweiten Weltkrieg. Dort hat es, glaube ich, 2 oder 3 Initiativen gebraucht, dass der Bundesrat die Macht wieder abgegeben hat und
damit, also das Covid-Gesetz ist für mich etwas Ähnliches, dass man jetzt sagt, jetzt ist fertig, jetzt sind wir wieder der Chef in unserem Land. Das Hauptargument der Befürworter ist, oder, dass man brauche das Zertifikat, sonst können wir nicht mehr reisen in Europa. Was sagst du so jemandem? Also es ist absolut birrenweich. Also ich meine, es gibt x andere Länder auf dieser Welt, die kein Zertifikat haben, die reisen ja alle auch. Selbst in Europa. Ich meine, Spanien, die haben ja das Zertifikat immer einführen wollen. Mhm. Die haben es aber verpasst, eine gesetzliche Grundlage im Parlament zu machen. Okay. Und dann sind sie immer von den Gerichten wieder zurückgepfiffen worden. Also sie haben bis heute noch kein Zertifikat. Und also Spanier, meiner Meinung nach, die können auch in ganz Europa, in der ganzen Welt herumreisen. Die sind null eingeschränkt. Wenn man gerade in afrikanische Länder gereist ist, dann hat man ja auch immer den Impfpass mitnehmen müssen, um zu sagen, dass man eben gegen was Gelfieber und weiss ich was. Das ist schon immer so gegangen, ohne Zertifikat. Oder? Mhm. Also das ist einfach das Alibi-Argument, um den Leuten wieder Angst zu machen. Mhm. Gut, das funktioniert, die Abstimmungskämpfe, etwa die natürlich, oder? So eine Nein-Kampagne oder eben eine Angst-Kampagne funktioniert in der Regel. Müssen wir nicht auch noch ein bisschen konstruktiv sein und sagen, es ist der Schritt in die Normalisierung? Oder? So wie du vorher gesagt hast. Das fehlt mir ein bisschen, ehrlich gesagt, bei diesen Massnahmenkritikern, dass man sagt, hey, es ist jetzt einfach gut, wir haben es überstanden und mit dem Entscheid können wir wieder einigermaßen normal leben. Es gibt das Virus, wir müssen mit dem Virus leben, vielleicht müssen wir auch vorsichtiger sein miteinander, so, aber wir müssen nicht mehr komplett durchdrehen. Irgendwie. Ja, absolut. Vor allem, man muss eben auch ein bisschen weiterdenken. Oder? Wenn wir natürlich das Zertifikat annehmen, und das ist auch ein Grund, warum ich mich von Anfang an gegen das Zertifikat immer ausgesprochen habe, dann haben wir eine gesetzliche Grundlage. Und irgendwann ist Corona vorbei. Das Volk hat das früher beendet, der Bundesrat wird es später beenden, wenn auch immer, oder? Aber irgendwann haben wir wieder eine schlimme Grippewelle. Wir haben vielleicht wieder irgendwann etwas. Also ich mag erinnern, vor 10 Jahren haben alle noch von dieser Schweinegrippe geredet. Ja. Hat es auch geheissen. Millionen von Toten. Ja. Voran war es die Vogelgrippe, oder? Ja. Millionen von Toten. Und wenn wir natürlich jetzt so ein Zertifikat verankert haben, dann kann der Bundesrat immer wieder, wenn irgendetwas kommt, auf das zurückgreifen. Mhm. Und dann muss man dann das Zertifikat wieder vorweisen, wenn man ins Restaurant will, dass man Grippeimpfung hat, dass man die Impfung hat. Oder für irgendetwas. Oder? Also es ist sehr, sehr, sehr gefährlich. Weiter ist auch, das kann auch ausgeweitet, also noch weiter ausgeweitet werden, auf den Arbeitsplatz beispielsweise. Man kann auch sagen, ja, wenn jetzt dann die Impfung ab 5 wird ja jetzt dann kommen, dann werden auch 5-jährige Kinder müssen ein Zertifikat haben. Das weiss heute niemand, oder? Und man muss einfach eben ein bisschen weiterdenken, wenn man würde ja sagen zum dem Covid-Gesetz, was das auch für die Zukunft würde für Signal auslösen. Sag noch etwas zu der Rolle der Medien. Jetzt sind wir wirklich 1,5 Jahre in dieser Pandemie drin. Wie hast du die Medien erlebt? Haben die ihre Aufsicht? Also, die ist ja nicht, sagen wir, die ist nicht verankert in der Verfassung, aber faktisch haben wir die ein bisschen. Ja, was hast du beobachtet? Mhm. Ja, also die Medien wären ja eigentlich so ein bisschen die vierte Macht im Staat. Sollten wir sie ein bisschen, ja. Genau. Probieren zumindest. Genau. muss ich aber sagen, hat leider nicht funktioniert während der Corona-Pandemie. Also die Medien, viele Medien sind einfach viel zu unkritisch gewesen. Ich meine, man hat auch gesehen in diesen verschiedenen Wellen, oder? Ich glaube, in den ersten Wellen war der Tagesanzeiger Sprachrohr vom Bundesrat. Also die haben dann immer ein bisschen am Anfang also gewusst schon, was jetzt für Massnahmen kommen. Jetzt mittlerweile ist es glaube ich, eher ein bisschen der Blick. Also man kann immer einen Tag voran den Blick lesen und dann weiss man, was am anderen Tag der Bundesrat beschließt. Ja, also das, ich meine, wenn man ein bisschen das angeschaut hat, dann hat man das ja relativ schnell gemerkt. Oder? Und das ist natürlich gefährlich, oder? Weil dann tut man ein Medium bevorzugen, sagt, du kommst als erstes die Informationen über, hast dann einen Vorteil gegenüber den anderen. Und dann gibt es ja dann wahrscheinlich irgendwie auch ein bisschen ein Gegengeschäft. Oder? Es gibt immer Abhängigkeiten. Genau, es gibt immer Abhängigkeiten. Und
Ja, und das hat man jetzt sehr gut gemerkt, das hat man wirklich gesehen. Und dementsprechend, also ich habe wenige Artikel gelesen, ich habe wenige Beiträge gesehen, wo man die Kritik gespürt hat, wo Sachen hinterfragt worden sind, auch bei Massnahmen. Oder? Ja, warum muss man jetzt eben im Freien Masken anlegen, wenn ja alle Fachexperten eigentlich sagen, für aussen bringt es nichts. Oder? Das ist nie thematisiert worden von den Medien. Und es gibt x andere Sachen, oder, die total unlogisch waren, die man nie hinterfragt hat. Und das wäre ja genau die Aufgabe gewesen. Vermutlich im März stimmen wir dann über das Mediengesetz ab. Da geht es um zusätzliche 178 Millionen für einerseits für die indirekte Presseförderung, insgesamt 178 Millionen indirekte Presseförderung und Onlineförderung. Ehrlich gesagt, ich habe nicht nachgeschaut, was du abgestimmt hast. Das ist im Sommer abgestimmt worden. Deine Haltung dazu? Sollen die Medien mehr gefördert werden? Nein, das muss man natürlich absolut ablehnen. Also, das muss man sich schon mal vorstellen. Da kommen Medienhäuser, die zum Teil börsenkotiert sind, kommen da noch x Geld über, wo eigentlich sogar noch Gewinn machen. Oder? Also, irgendwie, es ist einfach ein bisschen symbolisch für das Ganze. In der Corona-Pandemie, je mehr und je lauter dass man geklönt hat, umso grosszügiger war man im Parlament mit irgendwelchen Millionen zuteilen. Oder? Genau, man hat alles erzahlt. Ihr habt ja, glaube ich, nie Nein gesagt, oder? Also, wir von der SVP schon. Mhm. aber im Parlament war man eigentlich chancenlos. Also wirklich, für alles hat es Geld gegeben. Jetzt tun wir auch wieder ein bisschen abdriften, aber nur, dass das einfach kein Problem, die Leute mal merken. Zum Beispiel Kitas. Also Kitas haben Geld bekommen, aber Kitas haben gar keine Umsatzeinbussen gehabt. Weil mein Kind geht auch zwei Tage in die Kita. Und als Eltern muss man immer für den ganzen Monat zahlen, ob man sein Kind schickt oder nicht. Ob man in den Ferien ist oder nicht, man zahlt ja immer den Kita-Platz. Okay. Und das war immer so gewesen. Und das war auch während Corona so gewesen. Und selbst wo Kita, also jetzt, uns hat jetzt nie zugehört, aber selbst die mal zugehört haben, oder? Haben die Rechnung geschickt? Haben die Rechnung geschickt. Die Eltern mussten immer zahlen, weil wenn die Eltern die Rechnung nicht zahlen, dann verlieren sie den Platz. Und gleich hat man x Millionen an den Kitas gegeben, obwohl die null Umsatzeinbussen hatten. Also ich verstehe die Welt nicht mehr, oder? Mhm. Und eben beim Mediengesetz, also wo man jetzt hier machen will, bei dieser Medienförderung ist genau das Gleiche. 178 Millionen verteilen. Auf und perdu quasi und damit kommen die Medienhäuser Geld über, wo schwarze Zahlen schreiben. Plus natürlich finde ich es extrem gefährlich, wenn man als Staat an Medien, die eigentlich eben die vierte Macht sollten sein, die ja uns Politiker ein bisschen auf die Finger schauen und uns eben auch mal kritisieren sollten, denen dann noch Geld gibt. Oder? Mhm. Also man sagt ja immer, die Hand, die einen füttert, oder? Die wird gefährlich. Genau. Und darum finde ich es gut. Und es ist auch schön, dass die Unterschriften für das Referendum so schnell zustande gekommen sind. Und ich gehe davon aus, dass das Referendum grosse Chancen hat. Weil, wenn wir schauen, jetzt beim letzten, die letzte Corona-Abstimmung, oder, sind etwa 40% dagegen gewesen. Das heisst, das sind für mich schon die so ein bisschen staatskritisch, aber eben auch medienkritisch sind. Oder? Und da sind wir schon mal bei 40% und dann müssen wir noch 11% haben oder 1%. Dann langt es. Und ja, und da bin ich also optimistisch, dass das wirklich könnte langen. Gut, du hast jetzt erwähnt, man hat sehr viele Branchen hat man unterstützt, man hat auch sehr viel Macht dem Bundesrat gegeben. Irgendwann ist denn das alles wieder einigermaßen, hoffen wir, normal. Was hast du das Gefühl, was muss, das ist eine Frage, die ich eigentlich jeder Parlamentarierin und Parlamentarier stellen, die da sitzt. Was muss denn das Parlament machen, um die Krise wieder, also zumindest verarbeiten und auch Schlussfolgerungen ziehen, für das Machtverhältnis, für die Finanzen und so? Was hast du das Gefühl, was ist denn nötig? Ja, komplette Analyse von dieser ganzen Corona-Pandemie. Mit parlamentarischer Untersuchungskommission oder ja, also beispielsweise, das muss man dann genau anschauen, aber da braucht es sicher eine Aufarbeitung von A bis Z. Man muss sicher
immer die Frage stellen von der Verhältnismäßigkeit natürlich. Von den Massnahmen, von den Eingriffen sozusagen. Genau. Mhm. Sind die überhaupt rechtens gewesen, etc. Und nachher, je nachdem, was dann bei dem Bericht, wie auch immer, rauskommt bei dieser Analyse, muss man entsprechend handeln, oder? Was ich auch immer gesehen, also ja, ein das Gefühl hatte, auch unsere Judikativen, oder, ist auch immer sehr zurückhaltend gewesen in dieser ganzen Pandemie, oder? Also da haben wir auch viel von Gericht nicht viel gehört, oder, wo ja dann eigentlich auch noch so ein bisschen eben die Macht im Staat bei uns wäre, um auch da wieder ein bisschen ins Gleichgewicht hineinkommen. Überprüfen letztlich, oder, was Politik macht, oder? Genau. Und wenn du sonst zurückschaust, was fällt dir spontan, was kommt dir Sinn, was hast du das Gefühl, wo ist es wirklich ein bisschen schief gelaufen? Wo ist es? Bei welchen Sachen? Bei wem? Was ist falsch, wenn du zurückschaust auf anderthalb Jahre? Also, wen hast du am meisten aufgeregt? Kann man auch so sagen? Ja, ich habe mich sehr oft aufgeregt, weil ich bin einfach ein Mensch, der sehr logisch denkt und sehr rational. Und es ist vieles überhaupt nicht rational und überhaupt nicht logisch gewesen. Und ich glaube, das geht vielen Leuten eben so. Und darum ist auch der Unmut vorhanden. Weil wir sind alles eigenständige Leute, die selber denken. Und das hat oftmals hat man das vermisst. Also, mir muss niemand sagen, wie ich meine Hände waschen muss, oder bös gesagt. Oder? Also, das mache ich auch selber. Oder? Und manchmal bin ich wirklich mir vorgekommen, dass jetzt der Bundesrat so quasi die Älteren sind. Und wir sind alles Kleinkinder und können nicht mehr selber denken und handeln und entscheiden. Oder? Und ich bin gespannt, wie wir jetzt aus dem Ganzen noch rauskommen. Aber eben, wie ich gesagt habe, wir brauchen eine grosse Analyse. Man muss das sehr kritisch hinterfragen und muss nachher dann entsprechend die nächsten Schritte und die nächsten Schlussfolgerungen ziehen, dass wir das wieder also für eine nächste Pandemie, oder hoffe ich, die gibt es erst in 100 Jahren wieder, aber dass wir einfach nicht wieder dort hineingelangen, oder? Weil jetzt nur zum Beispiel schon die Masken, oder? Also wenn man jetzt das neueste Merkblatt von der saisonalen Grippe anschaut, sind da plötzlich Masken drauf. Man soll Masken tragen, oder? Also ich frage mich auch, oder? Wann werden wir die Masken los? Das sind alles so Sachen. Oder wann wird es wieder selbstverständlich, dass man einfach, wenn man jemanden begrüßt, einen Handschlag gibt? Weil das sind Sachen, die zu unserer Kultur gehört. Man zeigt in unserer Kultur das Gesicht und man gibt jemandem die Hand zur Begrüßung. Und ich hoffe, dass das wirklich wieder zurückkommt. Weil wenn ich einfach sehe, in der Vergangenheit Sachen, die man einmal eingeführt hat, provisorisch, übergangsmässig, die haben sich dann eingeschlichen. Die gibt es heute noch. Oder? Und bei Fäusi Federal ist es üblich, dass man anständig diskutiert und ein Glas Wein trinkt. Merci vielmals, dass du gekommen bist. Auf ein anderes Mal und eine gute Zeit. Danke vielmals.